Das, liebe Grillraketen, ist ein Doppel-Cheeseburger-Kuchen. Und das ist der Horror aller Fast-Food-Ketten. Und wie man das macht, das zeigen wir euch jetzt. Was wir dafür brauchen, sind 400 Gramm Cheddar-Käse, ein paar geschnittene Gürkchen, ein paar geschnittene Zwiebeln. Da hat mir der Dicer geholfen. Wir brauchen ein bisschen Senf, ein bisschen Ketchup, ein Kilo Rinderhackfleisch. Das habe ich übrigens aus der Metzgerei meines Vertrauens, von der Metzgerei Reh in Espenau. Grüße dahin. Wir brauchen eine handelsübliche Springform, ein bisschen Rapsöl brauchen wir noch und so handelsüblichen Pizzateig und Backpapier. Und wie immer, wenn wir grillen, was in einem Grill anzuzünden. Prost! Wir braten erstmal unser Hackfleisch an. Und in der Zwischenzeit heizen wir unseren Grill auf 180 Grad vor. Wichtig bei dem Anbraten von dem Hackfleisch ist, dass die Flüssigkeit rauskommt. Das ist ganz wichtig, sonst wird unser Cheeseburger, unser Doppel-Cheeseburger-Kuchen tierisch matschig. Der Wok, den man hier beobachten kann, der ist natürlich hervorragend eingebrannt. Wenn euch interessiert, wie man das macht, guckt euch mein Video an dazu. Die Flüssigkeit ist jetzt fast weg. Gott sei Dank ist hier noch Flüssigkeit drin. So, zum Vorbereiten unserer Springform ist eigentlich relativ einfach. Wir brauchen ein bisschen Backpapier. Den legen wir einfach auf den Boden drauf. Dann machen wir unsere Springform auf. Drücken sie über den Boden und schließen sie ein bisschen. So, und jetzt gehen wir von unten ran und drücken das Blech einfach ringsherum ein Stück hoch. So, man merkt das, wenn das dann nach oben geflutscht ist. Dann drückt man die Springform zu und guckt, dass man den Boden ordentlich runterdrückt. Fertig. Das hier am Rand sieht jetzt natürlich unschön aus. Wen das stört, der kann das gerne wegschneiden. Mir ist das völlig egal. Den Rand von der Springform reiben wir jetzt noch mit Backfett ein. Und ich empfehle euch, nicht wie ich Idiot gerade ein Messer zu nehmen, dann macht man nämlich diese Beschichtung von der Springform kaputt, sondern nehmt ruhig die Hände. Und jetzt kommt der Teig da rein. Wir nehmen den Teig und legen den hier einfach schön sanft drüber, so dass das ein bisschen nach innen gewölbt ist, und drücken unten den Rand vorsichtig gegen. Oben kann das ruhig ein bisschen drüber lappen, das ist an sich kein Problem. Ja, und dann kommt hier ein Esslöffel Senf rein. Schön verteilen. Und dann die nächste Schicht. Dann kommt die Hälfte von unserem Hackfleisch oben drauf. Dann haben wir unseren Ketchup. Wir haben insgesamt 300 Gramm Ketchup. Da nehmen wir jetzt grob die Hälfte weg. Ich nehme jetzt hier mal drei gehäufte Esslöffel. So, als nächstes kommen unsere Zwiebeln oben drauf. Hier solltet ihr einfach ganz für euch selber entscheiden, wie viel Zwiebeln ihr da drauf macht. Ich mache es grob so, dass der Boden bedeckt ist, dass es einfach nicht so viel ist. Jetzt hier, naja, so drei, vier Hände voll. Das sollte eigentlich so passen. Dann legen wir das Ganze jetzt mit Gürkchen aus. Tipp am Rande: Die Gurken vorher durch so ein Nudelsieb einfach schütten, damit die Flüssigkeit weggeht. Die Gurken bedeuten Flüssigkeit und das wiederum würde dafür sorgen, dass unser ganzer Burger wieder matschig wird. Das wollen wir nicht. Also macht die vorher ein Nudelsieb, Flüssigkeit weg. Ja? Also die Gurken haben immer trotzdem noch ein bisschen Flüssigkeit, aber ein bisschen ist okay. Kommen wir zu unserem Cheddar-Käse. Das sind jetzt insgesamt 400 Gramm. 200 Gramm davon machen wir jetzt auf die Gürkchen drauf. Wichtig ist, dass der ganze Käse drauf kommt. Denn so eine Grillerweisheit ist, alles ist geil mit Käse. Selbst Käse mit Käse. Ja? Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Was wir jetzt weglassen, ist der Senf. Das reicht uns, die untere Schicht. Machen jetzt also wieder mit Hackfleisch weiter.
Und der Rest vom Käse. Und als nächstes werden wir unseren Kuchen verschließen mit Pizzateig. So, wir legen unseren Pizzateig jetzt einfach hier drauf, ziehen uns den, dass er abschließt, und tun den Rand hier so ein bisschen reindrücken. Und jetzt tun wir mit der Gabel die Ränder verschließen. Immer schön gegen den Rand drücken. Und jetzt kann man das Überschüssige einfach sauber wegschneiden. Und wer möchte, der Optik halber, kann sich einen Schluck Milch nehmen, streicht oben drüber. Dann nimmt man sich so eine Handvoll Sesamkörner und macht die da drüber. Und dann geht's auf den Grill. Wir haben unseren Grill jetzt von 180 Grad auf 200 Grad hochgeregelt. Und jetzt kommt unser Cheeseburger-Kuchen da rein. Bei indirekter Hitze für 15 bis 20 Minuten. Muss aber so ein bisschen abschätzen, immer mal nachgucken. Aber wenn jetzt so ein goldbraun ist oben der Deckel, dann passt das. Ihr könntet natürlich auch einen Backofen machen. Aber wir sind nun mal ein Grillkanal. Ne? Ja, und wenn man das auf einem Holzkohlegrill macht, dann macht man das bei indirekter Hitze. Auch auf 180, 200 Grad einregeln. Und den Cheeseburger-Kuchen dann daneben. Und dann sollte das passen. Ronald. Ja, Matze? Bis nächste Woche Freitag. Hey, Ronaldo. Matze. Was geht ab? Läuft's. Ronald. Matze. Ronaldina. Ach, Matze, du Schaumöhr. So, ihr Grillraketen. Unser Kuchen, unser Doppel-Cheeseburger-Kuchen, war jetzt knapp 20 Minuten, 25 Minuten bei 200 Grad auf dem Grill. Der sollte jetzt fertig sein. Wir nehmen den jetzt runter. Wie man vielleicht unschwer erkennen kann, ist es bei uns inzwischen dunkel geworden. Und deswegen werden wir gleich zum Verkosten in die Küche gehen. Aber das hier möchte ich euch nicht vorenthalten. Das Ganze ist furchtbar heiß. Und wir werden jetzt mal die Springform lösen. Bei uns ist Folgendes passiert, die Springform klemmt. Der Kuchen hat sich ganz hervorragend gelöst, also er ist nicht am Rand festgebacken. Aber wir müssen jetzt hier ein bisschen nacharbeiten, weil sich die Springform nicht auseinanderziehen lässt. Warum auch immer. Und da werden wir jetzt wohl ein bisschen Gewalt anwenden müssen. Gewalt kennen wir gut. Wir haben sie einfach kaputt gemacht. Aber wie man sieht, es ist nichts, aber auch wirklich gar nichts festgebacken. Schön drauf bleiben. Das ist der Horror aller Fastfood-Ketten. Ich spüre euch. Das ist bestialisch. Und damit höre ich auch auf, denn Ronald schreit. In diesem Sinne, liebe Grillraketen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Abonnieren nicht vergessen, lasst ein Like da oder einen netten Kommentar. Und ich grüße heute alle Metallarbeiter und alle Kindergärtner. Auf euch. Macht's gut.